Viele berichten auf YouTube über die wunderbare Wirkung des Reishi-Pilzes. Einiges verraten diese Videos aber nicht. Mein Name ist Zoltán Bojtos, ich bin in Ungarn geboren und aufgewachsen. Ich beschäftige mich seit 2011 mit Reishi-Pilz. Deutsch ist mir eine Fremdsprache, also wenn jemand in diesem Video einen grammatischen Fehler findet, kann ihn behalten. Wenn wir über Reishi-Pilz reden, das ist ähnlich, wenn wir über Autos reden würden. Zum Beispiel, ich könnte sagen, ein Auto hat 150 PS. Aber welches? Alle? Es gibt so viele verschiedene. Kia oder Peugeot, Volkswagen oder Audi, über die Luxusmodelle gar nicht zu sprechen. Reishi-Pilz hat ungefähr 200 verschiedene Varianten mit unterschiedlichem Wirkstoffgehalt. Über welchen Reishi-Art sprechen wir, wenn wir über Reishi-Pilz reden? Über den, der am einfachsten anzubauen ist oder über den, der die meisten Wirkstoffe enthält? Ich habe einmal in einem Video gesehen, dass jemand baut zu Hause selbst die Pilze an. Es mag so sein, aber das ist etwas komplizierter als Kartoffel anzubauen. Wenn jemand mit Mechanikerwissen auskennt, kann zu Hause in der Garage ein Auto zusammenbasteln. Den kann aber nicht so einfach mit einem Mercedes vergleichen. Die Reishi-Pilze von Haus aus sind nicht auf menschlichen Verzehr geeignet. Die müssen verarbeitet werden. Einer hat gesagt, sie müssen getrocknet und gemahlen werden. Das stimmt, aber auch das ist etwas komplizierter. Die Pilze beim Mahlen werden wartenartig. Und die Watte kann man nicht malen. Es gibt natürlich eine Lösung auch darauf. Aber ich wollte dich einfach nur informieren, weil diejenigen, die dir billige Reishi-Pulver für Discountpreis verkaufen wollen, werden das nicht verraten. Allgemein gültig, wenn etwas made in Germany ist, das ist die beste. Das stimmt meistens, aber trotzdem möchte ich kein Ferrari made in Germany oder Beluga-Kaviar made in Germany oder französische Champagner made in Germany kaufen. Wir müssen einfach einsehen, dass bei einigen Dingen sind anderen voran. So ist das beim Reishi-Pilz. Die Reishi-Pilze, die in Malaysia angebaut werden und durch die Technologie von der Firma DXM verarbeitet werden, sind die Weltklasse. Ich arbeite mit dieser Firma zusammen und zum Beispiel unsere Technologie, die fünfstufige Nanomühle, können die Mitbewerber nicht mehr verstehen und gar nicht nachzumachen. Unsere hochrangigen Qualifizierungen können andere in dieser Branche nicht vorzeigen. Ich rede jetzt nicht über Biozertifizierung, ein Biozertifikat bekommt jeder. Ich rede jetzt über hochrangige Zertifizierungen, so wie GMP oder TGA. Unsere Pilze in der Nanomühle verlieren ihren Ballaststoffgehalt. Das heißt, da bleiben praktisch nur die Wirkstoffe da. Aus 20 Kilo getrockneten Pilze werden 1 Kilo Ganoderma-Extrakt produziert. Und es ist nicht wurscht, was du für dein Geld bekommst, Reishi-Pulver oder Reishi-Extrakt. Worauf ist Reishi-Pilz gut, auf welche Krankheit kann man ihn einsetzen? Laut Gesetz dürfen wir über Nahrungsergänzungen keine Heilaussagen machen. Auf unserer Webseite ist gestanden, unser Reishi-Kaffee trägt bei Ihrem Wohlbefinden bei. Auch dafür haben wir Strafe zahlen müssen und so haben wir diesen Satz gelöscht. So, über die Wirkung des Reishi-Pilzes. Die Wahrheit wirst du nicht auf einer Webseite oder in einem Video erfahren. Dazu musst du Kontakt mit jemand aufnehmen, der sich damit auskennt und er kann dich Angesicht zu Angesicht informieren. Wir haben sehr viele super Erfahrungen und ich bin froh, dass ich den Pilz einmal gefunden habe. Also wenn du den 1A-Qualität auch aus dem Reishi-Pilz haben willst, nimm Kontakt mit mir auf, ich werde dich informieren. Du kannst alles kontrollieren, ob das stimmt, was ich sage. Lass dich nicht reinlegen. Thank you.